Die Nachrichten von SRF um 22 Uhr mit Livia Schmid. Der Nationalrat will das Notrecht des Bundesrates nicht beschränken. Deutschland gibt weiteres Geld frei für den Kauf von Impfstoffen. Und US-Präsident Joe Biden hat nach den verheerenden Tornados den Bundesstaat Kentucky besucht. Das Wetter, morgen hat es im Norden meist zäher Hochnebel bei 2 bis 6 Grad. Das Notrecht des Bundesrates soll nicht beschränkt werden. Dieser Meinung ist der Nationalrat. Er hat einen entsprechenden Vorstoß aus den Reihen der SVP mit klarer Mehrheit abgelehnt. In dem Vorstoß wurde kritisiert, dass das Notrecht rechtsstaatlich und demokratiepolitisch problematisch sei. Das Parlament müsse entscheiden können, ob notrechtliche Maßnahmen des Bundesrates angemessen sind. Die vorberatende Kommission hatte argumentiert, dass der Entscheid des Parlaments in der Regel zu spät komme. In einer längeren Krise habe es aber die Möglichkeit, eine Verordnung des Bundesrates außer Kraft zu setzen. Die Marktmacht von Internetkonzernen wie Google, Facebook oder Amazon soll begrenzt werden. Dieser Meinung ist das EU-Parlament. Es hat sich heute auf ein Gesetz über digitale Märkte geeinigt. Worum es darin geht, weiß Stefan Überbach von der ARD. Das Gesetz zur Regulierung digitaler Märkte sieht unter anderem vor, dass die Plattformen in ihren Suchmaschinen und auf ihren Marktplätzen im Netz die eigenen Produkte nicht bevorzugen dürfen. Das Datensammeln, um personalisierte Werbung zu schalten, soll eingeschränkt, die Kommunikation zwischen verschiedenen Messenger-Diensten und sozialen Netzwerken ermöglicht werden. Bei Verstößen gegen die neuen Regeln drohen Geldbußen in Höhe von bis zu 20% vom Jahresumsatz. Außerdem fordert das Parlament, dass Firmenübernahmen verboten werden können. Etwa dann, wenn ein Branchenriese einen Konkurrenten schlucken will, um die eigene Marktposition zu stärken und damit den freien Wettbewerb untergräbt. Nachdem sich das EU-Parlament über das Gesetz einig geworden ist, können nun die Verhandlungen mit den EU-Mitgliedstaaten beginnen. Nach den zerstörerischen Tornados hat US-Präsident Joe Biden das Katastrophengebiet im Bundesstaat Kentucky besucht. Er ließ sich durch den besonders betroffenen Ort Mayfield führen und sprach mit Anwohnern. Er werde dafür sorgen, dass die lokalen Behörden die volle Unterstützung der Bundesregierung bekämen, versprach Biden. Es habe ihn beeindruckt, wie alle Menschen zusammenrückten. I said the way you all come together. The way people just come out of nowhere to help. As a community. And that's what we're supposed to be doing. Dass sich die Menschen als Gemeinschaft unterstützen, so solle es sein und das sei es auch, was Amerika ausmache, fügte Biden an. Die Tornados hatten in der Nacht zum Samstag schwere Schäden angerichtet. Allein in Kentucky kamen über 70 Menschen ums Leben, Dutzende werden noch vermisst. Die US-Notenbank Fed steigt schneller aus dem Krisenmodus aus als geplant. Wegen der hohen Inflation fährt sie ihre Anleihekäufe zur Unterstützung der Wirtschaft weiter zurück, wie die Fed mitteilt. Ab Mitte Januar werde das Abbautempo verdoppelt. Den Leitzins belässt die Fed derweil zwischen 0 und 0,25%, will diesen aber nächstes Jahr bis zu dreimal erhöhen. Nun zu weiteren Meldungen des Tages in der Übersicht. Das Parlament hat sich auf die AHV-Reform geeinigt und damit auf das Rentenalter 65 für Frauen. Zur Finanzierung der AHV ist außerdem eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vorgesehen. Der Gewerkschaftsbund hat nach Abschluss der Debatte das Referendum gegen die Vorlage angekündigt. Weiter haben sich National- und Ständerat auf Anpassungen beim Covid-Gesetz geeinigt. Teil der Vorlage ist unter anderem die weitgehende Übernahme der Testkosten durch den Bund. Zudem wird die finanzielle Unterstützung für Kultur- und Sportveranstalter verlängert, ebenso die Grundlage für die Bewilligung von Kurzarbeit. Der Nationalrat empfiehlt der Stimmbevölkerung, die Massentierhaltungsinitiative abzulehnen. Die Schweiz tue bereits genug, um das Tierwohl zu fördern, fand eine Mehrheit. Die Initiative will, dass der Bund insbesondere für eine tierfreundliche Unterbringung und Pflege sorgt. Als nächstes diskutiert der Ständerat über die Initiative.
Nach dem Urteil im Prozess zum sogenannten Tiergartenmord hat Deutschland zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft ausgewiesen. Am Vormittag hatte ein Gericht in Berlin einen Russen zu lebenslanger Haft verurteilt. Er habe im Sommer 2019 im Auftrag der russischen Regierung einen Georgier erschossen. Die internationale Atomaufsichtsbehörde IAEA hat sich mit Iran darauf geeinigt, dass die Überwachungskameras in einer iranischen Zentrifugenwerkstatt ausgetauscht werden. Man könne so wieder nachverfolgen, was dort vor sich gehe, sagt die IAEA. Seit Juni funktionierte eine der vier Kameras nicht mehr, wegen eines Sabotageangriffs, wie Iran betonte. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, schließt bei 12.531 Punkten plus 1%. Der Dow Jones Index in New York stand kurz vor Schluss bei plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.0440 gehandelt, der Dollar zu 92,44 €. Bleibt der Blick aufs Wetter. Über dem Flachland hat es auch morgen wieder meist hartnäckigen Hochnebel. Oberhalb von 900 bis 1300 Metern scheint die Sonne. Die Höchstwerte liegen unter dem Nebel mit schwacher Brise bei 2 Grad. Sonst gibt es Temperaturen um 6, im sonnigen Süden 8 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Tobias Mayer.